In Berlin ist der rote Teppich ausgerollt für Tommy Lee Jones. Der Hollywood-Star ist zur Filmpremiere gekommen von Wie beim ersten Mal. In der Liebeskomödie spielt der Oscar-Preisträger einen mürrischen Ehemann, der sich nach Jahren der Ehe von seiner Frau zum Paartherapeuten schleppen lässt. Die Arbeit mit Filmpartnerin Meryl Streep war für Jones ein großer Spaß. Ich habe mich jeden Morgen gefreut, aufzustehen und mit Meryl Streep zu arbeiten, an einem Film mit einem so originellen Drehbuch. Auch so manch anderer Besucher ist von der dreifachen Oscar-Preisträgerin Streep begeistert. Ich bin ein ganz großer Meryl Streep-Fan und wenn sie eine Komödie spielt, dann ist das einfach mit vom Feinste, was es überhaupt gibt. Die Regie in dem Film führte David Frankel, der auch Der Teufel trägt Prada drehte, ebenfalls mit Meryl Streep. Filmstart von Wie beim ersten Mal in Deutschland ist am 27. September.